Hi Leute, Winnie van Gogh von Beta Productions hier. Ich werde euch heute in Premiere CS5 zeigen, wie man aus normalem 16 zu 9 Footage und Clips CinemaScope Filme machen kann und diese dann auch ohne Ränder exportiert, um zum Beispiel auf so Seiten wie Vimeo keinen Rand zu haben. Da fangen wir auch gleich an. Also, was ich schon mal im Voraus gemacht habe, ich habe hier so eine kleine Berechnung gemacht, wo ich mir dieses Verhältnis von diesem CinemaScope ausgerechnet habe. Und zwar habe ich mich da bei den aktuellen großen Filmen orientiert, wie Batman oder Inception. Und da haben sie es eben auch in 2,4, manche haben da auch 2,39, es wird dann aufgerundet. Also immer ein bisschen unterschiedlich. Oder ja, es gibt auch 2,55 oder so. Aber ich nehme jetzt mal einfach 2,4, weil es da auch schön aufgeht mit den Zahlen. Da muss man da nicht so rumfummeln und hat es dann einheitlich. So, also wir sehen hier einmal, habe ich es für Full HD ausgerechnet. Also sehen wir hier ganz normal die 1920 mal 1080 Pixel. Und dann eben in diesem Verhältnis wären es 1920 mal 800 Pixel. Und dann sehen wir hier, dass die Ränder eben dann so dafür jeweils 140 noch hoch sein müssen. Für HD Ready ist es dasselbe. Und da sind die Ränder dann 93 Pixel hoch und ich werde nochmal ein anderes Tutorial für PAL machen, weil es da ein bisschen komplizierter wird, weil man da mit quadratischen Pixeln rechnen muss, was das ja eigentlich nicht ist. Und da muss man ein bisschen rumrechnen aber das, und rumschieben, aber das kriegen wir auch noch hin. Und da wären es dann theoretisch 70 Pixel hoch, hier oben und unten. So, aber wir fangen jetzt einfach gleich an. Dann habe ich hier einen. Also mal eine ganz normale neue Sequenz in HD Ready. Dann nehmen wir hier so einen Clip, den ich schon vorbereitet habe. So, da sehen wir hier ganz normales 16 zu 9. Wir wollen aber CinemaScope haben und da habe ich was vorbereitet. Und zwar habe ich mir in Photoshop so Vorlagen gebastelt, die eben diese Ränder haben und genau eben dieses passende Format haben. Diese Vorlagen habe ich euch auch online zur Verfügung gestellt. Also da könnt ihr den Ordner runterladen, wo auch diese Tabelle dabei ist und diese einzelnen Vorlagen für die einzelnen Auflösungen. Also wir haben ja hier einen 720p-Clip, also nehmen wir auch hier die Vorlage für 720p. Ich habe das jeweils in Rot und in Schwarz gemacht. Mit dem Rot könnte man noch rumspielen und irgendwie überprüfen, ob das auch wirklich dann richtig gecroppt wird später, aber da komme ich später noch dazu. Wir nehmen jetzt einfach mal ganz normales Schwarz. Wir nehmen das, ziehen es hier rein über das Video und ziehen es so lang, wie wir es brauchen. Ist ja ein Bild, das bewegt sich nicht, das können wir so lang ziehen, wie wir wollen. Und wir machen das jetzt eben so lang wie den Clip und dann sehen wir schon. Jetzt ist es auf einmal schon ein ganz anderes Format. Also wir haben zwar noch das 16 zu 9 im Ganzen, aber die Ränder liegen auf jeden Fall schon mal so drüber, dass wir das Verhältnis haben, was wir haben wollen. Ja, da können wir jetzt dann theoretisch auch das Bild verändern, also rumschieben in Premiere auch gleich. Das brauchen wir gar nicht in After Effects machen. Und zwar müssen wir dafür aber diesen Rand sperren, dass man den nicht bewegt anstelle des Clips, weil er ja drüber liegt. Das heißt, der würde immer ausgewählt werden. Das heißt, wir sperren den, dann können wir den Clip auswählen und den jetzt so verschieben, wie wir wollten. Weil wenn man in 16 zu 9 dreht, teilt man das Bild normalerweise doch ein bisschen anders ein als eben in diesem breiten Format. Aber in dem Fall passt es sogar eigentlich fast. Wir schieben es nur ein bisschen runter und dann ist das eigentlich so, wie ich das gerne hätte. Und genau, dann haben wir eben jetzt unseren Clip. Wir können das hier wieder entsperren, wenn wir wollen, oder auch lassen, das ist eigentlich egal. Und gehen jetzt eben auf Exportieren. Wir gehen auf Datei, Exportieren und Medien. So, dann geht unser Exportfenster auf. Dann erstmal zu den Rendereinstellungen, zu denen ich nochmal ein separates Tutorial machen werde für Premiere. Da gehe ich also jetzt relativ schnell durch. Also den schönen Codec hier, dann Video lassen wir hier alles, Framerate 24, dann Vollbildern, quadratische Pixel, hier passt alles. Aber was wir machen können, ist jetzt für Vimeo zum Beispiel, können wir hier gleich schon mal Vimeo HD einstellen. Das hat dann schon mal gleich die schönen Presets. Allerdings wollen wir unsere Framerate und es passt. So. Genau. So, was wir jetzt machen wollen,
ist die schwarzen Ränder wegbringen, die wir hier sehen, weil die würden in Vimeo immer noch da sein. Sehen wir ja hier im Output-Modus und das wollen wir ja nicht. So, wie wir das, das machen wir jetzt so, dass wir hier auf das Crop-Zeichen gehen und dann können wir das Bild sozusagen croppen, entweder per Hand oder wir haben uns das ja glücklicherweise schon ausgerechnet. Im 720p-Modus müssen wir 93 Pixel oben und unten auf jeder Seite, also oben und unten abziehen. So, das heißt, wir tippen das hier ein, von oben 93 Pixel. Und von unten 93 Pixel. Dann gehen wir in den Output und sehen, Mist, das hat sich überhaupt nichts verändert. Das heißt, wir müssten hier auf den Crop Settings schon mal, Crop Settings, den Crop-Einstellungen schon mal auf anpassen gehen. Und dann müssen wir hier von dem Bild die Höhe noch verändern in der Rendereinstellung. Weil das bringt uns alles nichts, wenn wir das hier abschneiden und aber am Ende trotzdem wieder ein normales 16 zu 9 Bild exportieren. Und dann gehen wir wieder auf in unsere Tabelle und sehen, dass wir 534 statt 720 Pixel Höhe brauchen. Das heißt, wir gehen hierher, klicken diese Kette. Das heißt, das ist, wenn die Kette drin ist, würde es hier mit. Ah, das geht es nicht. Kette drin wäre, würde es hier mitziehen, das heißt, es würde einfach nur kleiner werden und das wollen wir nicht. Das heißt, wir wollen hier wirklich nur eine Seite verändern und zwar die Höhe, das heißt, wir entketten es sozusagen und gehen hier auf die 534 Pixel, so wie ich es mir aufgeschrieben habe. So, und jetzt sehen wir, zack, die schwarzen Ränder sind weg und wir können es so an die Renderliste oder an den Media-Encoder schicken und er wird es ohne Ränder exportieren. Da muss man aufpassen, dass man hier nicht diese Blackborders drin hat, weil sonst würde er es eben so lassen, wie es ist und eben diese Ränder wieder einbauen und das wollen wir nicht. Das heißt, da muss man schauen, dass man immer dieses Skalieren oder dieses Reinskalieren eben aktiviert. So, es ist eigentlich ähnlich zum Full-HD-Clip. Wir machen eine neue Sequenz. Gehen eben jetzt auf Full-HD, nehmen unseren Clip, den wir hier haben. Dann nehmen wir natürlich die anderen, den Full HD, das Full HD, die Full HD Vorlage, so ziehen eben wieder so lang, wie unser Film oder Clip ist. Und ja, die passt eigentlich immer in dem Fall auch so, wie es ist. Dann gehen wir auf wieder auf Datei, exportieren, Medien und dann geht unser Renderfenster wieder auf. Es ist jetzt genauso wie vorher, wir haben hier wieder unseren H264 Codec. Wir nehmen diesmal nicht den Vimeo HD Preset, weil der Vimeo nur in 720p ist. Wir nehmen hier einfach irgend so ein HDTV Preset. So, es passt alles. Hier, das, die Bitrate ist ein bisschen hoch, aber das werde ich auch in einem anderen Tutorial nochmal erzählen. Genau, da passt alles. So, jetzt müssen wir das gleich wieder machen. Wir schauen wieder in unserer Tabelle nach. Wir brauchen 140 Pixel oben und unten weniger. Das heißt, wir gehen hier auf oben, tippen die 140 und auf unten und tippen die 140 ein. So, dann gehen wir auf den Output hier, das passt. Und dann ist es 800 Pixel hoch. So, hier wieder entkettet und dann 800 Pixel Höhe. So. Was haben wir jetzt falsch gemacht? Wir müssen hier auf Square Pixel gehen. Genau, das werde ich auch in dem PAL nochmal sagen. Da muss man wirklich aufpassen, dass man sich da auf Square Pixel stellt, sonst geht es nicht. Also quadratische Pixel. Wenn man hier nämlich schon was vorsetzt, dann was anderes anstellt wie eben 16 zu 9 oder 4 zu 3, dann baut er eben diesen Rahmen und den kann man nämlich nicht wegmachen. Das heißt, man muss hier wirklich auf quadratische Pixel gehen. So, genau, das wäre es und dann an die Renderliste anfügen. Dann zuletzt noch, was ich nämlich letztes Mal gemacht hatte, ist, dass ich einen Film hatte, der schon fertig geschnitten war. Zwar nicht der, aber den nehmen wir jetzt einfach als Beispiel. Bei dem ging es einfach darum, den nochmal von 16 zu 9 in dieses CinemaScope-Format umzuwandeln. Das heißt, ich habe mir einfach eine neue Sequenz aufgemacht, diesen Film importiert. Ups, das war der falsche. Diesen Film importiert, der ist schon fertig geschnitten und alles in Color Corrected. So, was wir dann da machen, ist, dass wir eben hier wieder den richtigen Balken nehmen. Also das ist jetzt 720p gedreht gewesen und exportiert gewesen. Wir nehmen hier diese Ränder mit rein und ziehen ihn so lange, wie der Clip ist. In dem Fall müssen wir jetzt schauen, wie lang ist denn
dieser Cut oder diese Szene, weil wir in dem Fall teilweise das Bild verschieben müssen, weil es eben durch das 16 zu 9 anders eingeteilt wurde und nicht mehr ganz passt. So, das heißt, wir sehen jetzt hier, da müssen wir näher hingehen. Das ist Cutted, das heißt, am Cut nehmen wir ein Werkzeug, das ich mir jetzt kurz herholen muss. Das Schneidewerkzeug, das ist übrigens, müsste das C sein. Genau, also C. Cutten hier. Mit V kommt man wieder zurück auf die Maus. Gehen weiter bis zum nächsten. Man kann auch mit diesem Rädchen hier arbeiten, um das ganz genau zu nehmen. So, wir schneiden hier. So, dann haben wir jetzt sozusagen die einzelne gecuttete Szene und können die, wenn wir hier den Rahmen wieder verriegeln, die Szene so verschieben, wie wir sie brauchen. So. Und da sollte man möglichst auch hier auf großem Bild arbeiten, beziehungsweise und dann eben schauen, dass man das so groß wie möglich machen kann und dann wirklich sieht, dass man am Rand keine Pixel, so wie hier jetzt eben, wieder abschneidet. So. So, jetzt passt's. So. Und da sehen wir gleich, da haben wir es jetzt gleich richtig verändern, so wie wir es brauchen. Dann haben wir unser 16 zu 9 Format. Dann gehen wir zum nächsten Cut, wieder C, V zurück zur Maus und nehmen den Clip jetzt und ziehen ihn auch so, wie wir wollen. Da wollen wir nicht ganz so tief gehen. So können wir nämlich jetzt in jeder Szene das so anpassen, wie wir es brauchen, weil in manchen Szenen wird das anders sein. Das heißt, es würde einfach nicht passen, hier mit den ganzen Clip zu nehmen. Und so habe ich das eben bei dem Clip auch gemacht. Ich habe einfach jede Szene sozusagen ausgeschnitten. So, und dann gehen wir einfach hier wieder an Exportieren, an die Medialiste, ups, exportieren, an die Medialiste anhängen und exportieren den Clip, so wie wir es vorher gemacht haben. Das heißt, wir ziehen hier 93 Pixel oben und unten ab, gehen zu unserem Output, Scale to Fit, und ändern hier unser Preset, das wir auf Vimeo HD hatten, auf die in unserer Tabelle mit 543 angegebene Höhe. So. So. 93. So. Ja, das war's eigentlich. Wenn ihr irgendwelche Fragen noch habt, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Wie gesagt, das Tutorial für die PAL-Auflösung kommt noch, weil es eben doch ein bisschen anders ist und man da und ich da eben da ein bisschen genauer drauf eingehen möchte. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann liked das Video, abonniert mich, wenn ihr mehr so Videos haben wollt und shared es mich auf Facebook, Twitter und was ihr sonst noch für soziale Netzwerke habt, auf denen ihr rumgeistert. Und ja, wenn ihr sonst irgendwelche Vorschläge habt für Videos oder Tutorials, die ich mal machen soll, dann schreibt es einfach in die Kommentare und ich werde mir das sich mal durch den Kopf gehen lassen, ob es interessant ist, auch für andere. Und ja, das wäre es soweit von mir. 264 Codec. Also QuickTime hatte Andrew Cramer in seinen Basic Series in 2007 benutzt.